Hallo unsere Leute zu einer etwas entspannteren, ich chill auf dem TS nach nebenbei Folge. Hallo. Erstens, hallo. Weil Blondie ist gerade so hart leckt, dass sie sowieso nichts machen kann hier. Ja. Anni ist auch da. Anni und Foy sind noch da. Und ja, hey, Leute, Sophia, die gerade extra eigentlich für die Aufnahme gekommen ist, hat gesehen, dass Lukas da ist. Und die beiden sind erstmal in die Zwitscherecke. Bang, bang, into the room. Oh. Ja. Josh. Oh, oui, oui. Josh. Oh, oui, oui. Sophie. Josh, schieb dir ein Wort der Fortpflanzung. Ich schieb dir jetzt nicht. Ich bin bei einer Aufnahme. Ja, hättest du uns Rechte gegeben, hätten wir das gemacht. Aber nein. Er will nur nicht, das dass Frauen witzig, Rechte auch, wenn haben. Du da rumrennst. Hab der Äpfel geschmissen. Oh. Ich hab bis jetzt noch 3. Bis jetzt. Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Hallo? Okay. Bang, bang! Ich dachte gerade jetzt, ich schütze alles ab. Bang, bang, into the room! And the bang, 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 bang! Ja? Oh, du guckst da oben. Was ist da oben? Ich weiß nicht. Guck ich dir auch so, ja, das ist die Decke. Das kann sein. Das ist die Decke, ja. Also, was mache ich denn jetzt? Wieso ist Anni gemutet? Oh, weil keine Ahnung. Ich werde erstmal schön ein bisschen Rasen verlegen. Ein bisschen Rollrasen. Also, ich guck die Kisten an. Die Kisten? Okay, jetzt ja. Also, nicht drin. Oh, ich hab 6 3 Dings da erhalten. Balala. Hallo, ich sehe, wie du vorbeirennst, aber nur. Ja, genau, vorbeirennen. Ist nicht lange her oder so. Josh, ich habe eine ernste Frage an dich. Ja? Wie stehst du eigentlich zu der Beziehung mit deinem Rückstoßstäbchen? Oh lala. Oh lala. Oh lala, ma chérie. Oh oui. Oh oui. Eva. Jetzt musst du noch antworten, also. Ja, Josh. Hab ich doch. Antworten. Hat du nicht? Ist er Marke, meine Rücke ist durch das Stäbchen, ey. Ich kann mich drehen, kann ich jetzt auch vorwärts gehen oder auch nicht? Nein. Ui, ui. Ja, ui, ui. Ich kann mich bewegen, ich bewege mich. Ui, ui. Oder auch nicht. Blender Manga. Manga Blando. Manga Blando hat gerade Beinprobleme. Eva. Oh, und Nackenprobleme. Ich gucke nach oben. Jetzt gucke ich wieder nach geradeaus. Liebe! Schöne Fackeln, schönes Wasser. Ich habe Angst, dass ich jetzt trinke. Ich habe auch eine Frage an Josh. Ja? Wieso dürfen wir dich nicht schminken? Mädchen schlägt man nie Wünsche ab. Ist so. Ihr seid keine Mädchen, ihr seid Damen. Ja, Damen schlägt man. Ich kann nicht. Egal. Josh, ich bin schon ganz viel weitergekommen. Ja. Gut. Ich auch. Mann, das hilft nicht. Josh, wo bleibt meine Antwort? Mir steht Schminke nicht so gut. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Siehst du, sie sagt ja. Er sieht nämlich... Nein. 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 Das ist gemein. Ich wollte was mit Schminke sagen, aber das passt nicht zu Josh. Ah. Wir müssen Josh Extensions machen. Ja. Yeah. Nee. Hast du ein paar Pumps? Oh, ja. Oh nein! Auch nicht. Ohne Strumpfhose! Dann geht das zu Germany's Next Topmodel. Oh mein Gott, Josh. Genauso wie diese eine Schwule da. Ich fand das so geil, als wenn die Bikini runtergegangen ist. Das ist der Verbuchung. Ja, ich kann bewegen ohne alles. Oh, ich hab was vergessen. Ja, Josh ist genauso stockschwul wie der. Oh. What? Also, ich habe nichts gegen Schwule. Ganz im Gegenteil. Aber... Oh. Nein. Selbst bin ich es nicht. Es tut mir leid. Ist doch nur Spaß. Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Heul, heul, heul. Heul, 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 heul. Oh, kann ich hier nicht... Oh, jetzt geht's wieder. Ja, ich kann mich bewegen. Ich bin stolz auf mich. Du bist toll. Wie viel FPS hast du?
Warte. Sind wir ich habe im toll? Moment 18. Scheiße, 24. Ja. 18. Mm. 31. 40. Ja. 37. Oh, oh. Ja. Hast du gerade mehr FPS als ich? Voll, voll. Jetzt hab ich 0. Voll, voll. Okay, dann habe ich mehr als du. Josh hat gesagt, wir sind toll. 40. Oh mein Gott, voll, voll. Aua. 0. 1, 2, 6. 1 FPS. Ich bin gut. Oh nee, Anni muss dich noch saugen. Josh. Ja? Wenn ich dich bezahle, ne? So. Saugst du dann bei mir? Saugen? Aber in so einem schönen Putzmädchen-Outfit. Mit Strapsen und allem. Machst du das für mich? Nein. Warum? Mir steht Strapse nicht. Ich habe mich jetzt in irgendein Haus der Villager eingeschlossen, weil ich würdest Angst habe. Würdest du auch ohne Outfit bei mir putzen? Oh. Oh, oui, oui. Okay. Oh, oui, oui. Ich bin gerade ziemlich enttäuscht, also. Das verstehe ich. Jeder, der diese Folge schaut, muss in die Kommentare schreiben, Hashtag Blondomongo und Hashtag... Nein. Ehreneule! Nein! Nein, Ehreneule! Und Hashtag Feufeu. Und Hashtag ja, Ehreneule. Mama Mia. Here we go again. Mama, how can I resist him? What? Resist? Ich entschuldige mich hiermit öffentlich, Leute, dafür, dass eure Ohren jetzt kaputt sind. Ach, wir sind doch so schön! So, ich war schon bei ja, DSDS. Ja, aber nicht bei den TS. Ich war aber bei DSDS. TS, TS, ja. Dieter hat gesagt, ich war Tool. Tool. Du warst ein Tool. Ich war Tool. Das hat auch Dieter so gesagt. Tool. Tool. Eine Geschichte. Ein kleiner Josh ging eines Morgens mit der Blanco-Mondo. Blanco? Warte! Blanco-Mondo an einem Waldweg spazieren. Sie guckten sich in die Augen und dachten sich, oh, really? Ja, what the fuck, was sind das für dumme Menschen? So. Es kommt noch besser. Da kam ein kleiner Frosch entlang. Ach Mensch, der war so schön grün. Okay. Er hüpft. Muss ich das nicht weiter anhören? Er hüpfte und drüpfte. Tschüss. Und dann kam der Atombombe ja. Dann kam der Atombombe und alle waren tot. Oh. Also. Oh. Nenn die Folge bitte Gesangs- und Fanfiction-Folge. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht nenne ich sie auch. Schaut's euch ja nicht an. Terrorfolge. Was besser? Ach Mensch. Das war einmal ein kleiner Josh. Er war so in seiner kleinen fantastischen Welt. Spielte Minecraft. Und genieße das Leben. Das waren noch gute Zeiten, wo ich den TS noch genießen konnte. Was? Das Leben war so cool für ihn, so cool. Was heulst du jetzt? Du bist auch nicht dran in der Geschichte. Du kommst doch. So, wo war ich stehen geblieben? Das Leben war so cool für ihn. Er lachte und weinte. Doch da, eines Tages, ging er zu einem... Warte, ich muss überlegen! Ging er zu einem Zauberer. Er bittete, ach, lieber Zauberer, lasse niemals mein Leben beendet sein. Sagte der Zauberer. Nie. So geht das aber nicht. So antwortete der Zauberer. Nein. Erzähl weiter, Paula. Ich? Ja, los! Also, der Zauberer sagte zu Josh, du musst ein paar Aufgaben erledigen, um würdig zu sein.
Die erste war, er sollte ungespielt in den Ender Games schlagen. Was natürlich eine ziemliche Herausforderung. Okay, ich gebe auf. Was natürlich eine sehr Herausforderung für ihn war, weil er Ender Games echt Elite war. Aber naja. Allgemeine PvP. Aber das war nicht die einzige Aufgabe. Er musste den Heiligen Gral finden. Warte, den hab ich. Warte. Da. Ich hab den Heiligen Gral. Und die letzte Aufgabe. Er muss sich für einen Menschen entscheiden, der ihm wichtig ist. Er darf ihn nie wiedersehen. Nie wieder. Oh nein. Den Heiligen Gral ausgeschüttet. Okay, du musst einen neuen Heiligen Gral finden. Nein, der ist jetzt auf Ewigkeiten mit Wasser gefüllt. Okay. So, der Zauberer war so begeistert von seinem Engagement. Engagemente. Okay. Dass er sagte, ach, lieber Josh, wie gut bist du zu anderen Menschen, doch zu dir selber nicht. So antworte mit einem Wort. Hokus pokus. So gehe ich fort. So geht er fort. Das heißt, er war so traurig und so gekränkt, dass er in eine Bar ging. Ach Mensch, das war Josh sein Zeit. Und ein paar Whiskys in seiner Kehle versenkt. Das hat sie auch geschrieben. Josh, der Dichter? Da sah er ein paar Mädchen. Zum Thema Dichten kann ich nachher noch was zeigen, aber das sage ich jetzt hier nicht in der Folge. Da sah er ein paar Mädchen am Ende des Ganges. Das ist ein Fluss? Dachte sich, oh wee wee. Oh wee wee. Oh wee, was sind das für Chicas? Chicas. Und er ging hin und fragte, hallo, ihr Süßen. Hallo, so Mädels. Wer seid ihr? Doch Mädchen interessierten sich nicht für ihn. Sie lachten ihn aus und sagten, verschwinde, du ekliger Typ. Dein Arsch brennt. Mein Arsch ist heiß. Oh, Josh. Nee, so geht das nicht. So. Er ging beschürzt nach Hause mit leichtem Whisky in der Kehle. Ach, Mensch, da war er aber traurig. Ich hab Rollrasen ausgelegt, das ist toll. Okay, das kommt auch noch gleich rein. Ja. Fortsetzung folgt. Shit. Für mehr schreibt in die Kommentare. Ja, schreibt, ob euch die Fanfiction bis jetzt gefallen hat. Und schreibt dann, ob wir sie weiterführen sollen. Oder ihr. Darf ich auch reinschreiben in die Kommentare? Nein, darfst du nicht. Oh. Ich werde kommentieren, dass es weitergehen soll. Dann quälen wir ihn damit. In welchem Bereich soll er mir weiter sagen? Liebe? Spannung? Oder soll er vielleicht sterben? Er stirbt oder? Und wird dann zum Geist. Dann führt er seine Liebesgeschichte im Himmel weiter. Oder in der Hölle. Nee, wenn er tot ist, ist er tot. Geht nicht mehr. Nee, das ist langweilig. Josh, sag du doch mal was dazu. Also willst du lieber eine Liebesgeschichte, ja? Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbow. Okay? Mit Feen und Elfen und allem, Josh? Ja. Foi. Man merkt schon, dass dann alle tötet. Man merkt schon, wenn Blondie nicht mehr da ist. Wo ist sie überhaupt hin? Gassi. Ach so. Spielst du noch Hexit? Ja. Erzähl uns doch mal was darüber und deinen Zuschauern. Ich patz gerade auf Blondie. So, sie kann jetzt nicht mehr angegriffen werden. Hast du sie eingebaut? Ja. Mit? Muss man unten eine Lavafalle machen. Das mache ich erst, wenn du da bist. Warum? Weil du so fress bist. Ich bin fress. Ja, mach eine Eisentür hin. Warum bin ich fress? Mach eine Eisentür mit einem Knopf hin. Dann liegt der Knopf. Oh.
öffnet unten so Pistons, dass sie in Lava fällt. Aber ich bin doch lieb. Haha, sag's so. Bin ich nicht Nein, lieb? Nicht für Anni, sondern für Buggy. Anni, du stirbst nicht, sondern Blondie. Okay. Gut. Leute, es tut mir so leid, dass ihr euch das antun musstet. Ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal, wenn ich wieder allein bin, dann trotzdem wieder vorbei. Nein. Dann ist das nicht so chaotisch. Das war nicht chaotisch. So leid. Das war gar nicht chaotisch, das waren jetzt zwei Fanfictions. Ja, super, super, super. Guckt sie euch nicht nochmal an, Folge. Doch. Lasst einen Daumen nach oben, da und ein Abo. Aber ja, das war mit Liebe. Ja, alles Liebe. Alles aus Liebe. Alles aus Liebe. Wir haben dich doch nur so lieb. Genau. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.